Олег, осторожно, осторожно, спокойно, все. Und wir haben viele wichtige Fragen, so wie die Presseberichte darüber mitteilen. Im Mittel. Grüße Sie erneut, Herr Kinkel. Natürlich habe ich mit ihm auch gesprochen über die weitere Entwicklung in Europa, insbesondere im Hinblick auf die neu notwendige politische, wirtschaftliche und sicherheitsmäßige Architektur, die nur mit Russland geschehen kann, nicht gegen Russland. Das ist die entscheidende Frage. Niemand will Russland ausgrenzen, wir wollen das einbeziehen, dabei haben. Dass hier nichts beabsichtigt ist, was sich in irgendeiner Form gegen Russland richten soll, sondern dass wir geradezu das Gegenteil vorhaben, nämlich eine Sicherheitsarchitektur unter Einbeziehung Russlands zu schaffen. Помните, когда Никита Сергеевич стучал башмаком в ООН? А почему он так себя вел? А потому что за его спиной была военная мощь советской армии, ракетная, ядерная.